Hi, die Fußballweltmeisterschaft ist jetzt in vollem Gange und was ist schöner als Fußball gucken? Richtig, Fußball gucken und einen leckeren Burger genießen. Den hier zum Beispiel, das ist der Grand Royal Barbecue Cheeseburger und wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Grand Royal Barbecue Burger brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind 500 Gramm Rindergehacktes mit ein wenig Pfeffer und Salz. Dann haben wir hier Burgerbrötchen, die sind natürlich selbst gebacken. Absolut fantastisch. Das Rezept von Jörn Fischer linke ich euch in die Videobeschreibung rein. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Dann brauchen wir natürlich auf jeden Fall Bacon. Und dann haben wir hier Käse. Und zwar den Toast and Burger Käse von Leerdammer. Den gibt es in zwei verschiedenen Sorten. Herzhaft intensiv und rauchig würzig. Und für den Burger ist ganz klar rauchig würzig das, was wir brauchen. Dann haben wir hier Röstzwiebeln. Das hier sind Gurken in Scheiben, also Gewürzgurken in Scheiben. Wir brauchen Senf, Mayonnaise, eine Barbecue-Soße, ein wenig Salat. Und das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Die Griddelplatte heizt auf meinem Kohlegrill vor und wir legen los. So, wir beginnen damit, dass wir uns eine rauchige Burgersoße anrühren. Die besteht aus 2 Esslöffeln Mayonnaise, einem Teelöffel Senf und 2 Esslöffel einer rauchigen Barbecue-Soße. Dann wird das Ganze miteinander verrührt. Und wir stellen die Soße beiseite, dass die ein bisschen ziehen kann. Als nächstes kümmern wir uns um das Fleisch. Das hier sind, wie gesagt, 500 Gramm Rindergehacktes, zusammen mit Pfeffer und Salz. Wie ihr eure Burger-Patties würzt, ist ganz eure Geschichte. Aber ich sage mal, grundsätzlich reichen Pfeffer und Salz vollkommen aus. Das kneten wir jetzt eben kurz durch. Dadurch, dass ihr hier 3 Burgerbrötchen liegen seht, liegt die Vermutung natürlich nahe, dass wir 3 Burger machen möchten. Das heißt also, 166 Gramm wird unser Fleischpatty haben. Das heißt, das Hackfleisch wird jetzt gedrittelt. Und während das Hackfleisch jetzt noch ein klein wenig durchziehen darf, gehen wir rüber an die Griddelplatte, denn der Bacon will drauf. So, hier habe ich meine vorgeheizte Gussplatte und da legen wir jetzt den Bacon drauf, dass wir ihn schön kross angrillen. So, wie ihr seht, die Gussplatte ist richtig schön heiß. Da geht das natürlich auch ruckzuck mit dem Angrillen vom Bacon. So, der Bacon ist fertig. Den setze ich jetzt hier drüben in den Bereich, wo unter der Gussplatte keine Kohlen sind, dass hier also einfach nur warm gehalten wird. Und hier drüben, da haben wir jetzt A, richtig Hitze und B, halt auch das gute Baconfett. Und da kommen jetzt unsere Fleischpatties drauf. Die Fleischpatties, die forme ich einfach mit der Hand. Man kann eine Burgerpresse verwenden, aber das muss nicht sein. Wichtig ist einfach nur, dass wir eine Kuhle mit dem Daumen hier reinmachen, damit das Patty gleichmäßig gart. Und so kommen jetzt nach und nach unsere Patties auf die Gussplatte. So, während unsere Burger-Patties auf dem Grill sind, habe ich gerade den Salat gewaschen. Macht das bitte auf jeden Fall, denn nichts ist nerviger als Sand im Salat. Und hier haben wir jetzt eben unsere Toast-and-Burger-Käsescheiben. Und die kommen jetzt zum Einsatz, denn unsere Fleischpatties sind auf der einen Seite angegrillt, werden jetzt gewendet. Ihr sehen könnt, schöne Röstaromen. Und während jetzt die Unterseite gart, legen wir hier schon die Toast-and-Burger-Scheiben auf, dass wir also das Fleisch möglichst kurz nur noch auf der anderen Seite haben. Dann schließen wir kurz den Deckel. 2 Minuten später machen wir den Deckel auf und sehen, dass der Käse super verlaufen ist. Jetzt habe ich hier meine Burgerbrötchen. Die lege ich jetzt einfach nur ganz kurz mit der Unterseite auf jeden Fall mal auf die Gussplatte, dass wir die kurz anrösten. Oberseite einfach nur so, dass sie kurz warm wird. Das braucht nicht wirklich lang, denn unsere Gussplatte ist ja wirklich knackeheiß. Und ehe wir da Kohle produzieren, hier, schaut, das geht ruckzuck, kommen sie auch schon wieder runter. Jetzt ist es Zeit, dass wir unseren Grand Royal Barbecue Burger zusammenbauen. Los geht es damit, dass wir auf die Unterseite etwas von unserer Burgercreme geben. Wie gesagt, Barbecue-Soße, Senf, Mayonnaise. Gut verteilen. Dann haben wir hier unseren Salat. Da nehmen wir natürlich nur das vordere
Dann kommen unsere Fleischpatties mit dem wunderbar zerlaufenden Käse. Und zwar flippen wir die so rum, dass wir auf die jetzt noch heiße Oberseite direkt noch eine Scheibe Käse packen können. Eine Minute später ist der Käse aufgrund der Hitze des Patties so weit verlaufen, dass wir jetzt die Gurken oben drauf legen können. Dann haben wir hier die Röstzwiebeln. Davon gibt es eine gute Ladung oben drauf. Dann bekommt jeder Burger 2 Scheiben Bacon. Zum Schluss kommt über jedes Burgermeisterwerk noch ein schöner Löffel von unserer Burgersoße. Und dann den Deckel drauf. So, jetzt ist der große Moment gekommen, den Grand Royal Barbecue Cheeseburger auch mal zu probieren. Also Anaconda-Modus. Ein Mega-Burger. Die Kombination von der leicht rauchigen Soße mit dem rauchigen Käse, den Röstzwiebeln und der leichten Säure von den Gurken, Leute. Ein Träumchen. Den solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und solltet ihr noch mehr verrückte Burger-Ideen suchen, empfehle ich euch den Link unten in der Videobeschreibung. Denn Leerdammer hat die Leerdammer Grillmeisterschaft ausgerufen. Und da gibt es passend zu den Ländern, die an der WM teilnehmen, entsprechende Burger. Und vielleicht ist da das eine oder andere für euch dabei. Geht einfach mal schauen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, da oben habt ihr die Möglichkeit, das sehr gerne nachzuholen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen und macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.